Okay, wenn ich jetzt hier reingegangen Willst du wäre. zurück in die Bar? Okay, dann schließen wir mal noch die anderen Aufträge ab. Aber die hat gesagt, eine Katze ist an den Eingängen. Materiallager. Ach, ich denke, wir können das später noch machen. Und selbst wenn, sind jetzt Pille-Palle Aufträge. Willst du zurück in die Bar? Ja. Sind zurück. Huch, wo kam die denn her? Spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission? Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raffzahn. Alter, ist ja schlecht gelaunt. Hi, Lord Cookie. Sieht man auch gar nicht, dass er ein Fahrstuhl ist. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Ja. Was Starkes, definitiv. Hast du was Starkes? Die hat ein Getränk in den Shaker gemacht. Also ein Ding in den Shaker gemacht und schüttelt das jetzt. Okay. Es macht so. Nee, ich will ja noch Final Fantasy weiterspielen. Ihr wollt jetzt noch die ersten drei Folgen bearbeiten. Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an. Da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Alter, was geht ab mit dir? Ist doch der gleiche in Rot. Ein Cosmo Canyon. Meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wohl. Jetzt muss doch übelst... anstrengend sein, das Ganze dieses riesengroße Schwert da auf dem Rücken zu haben. Immer wenn dich umdrehst oder so, bleibst du irgendwo hängen. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn es ernst wird. Hä? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Hauptstory, die Lagebesprechung. Können wir da nochmal wieder rausgehen? Gut, das ist auf jeden Fall eine CD irgendwo. Okay, achso. Tiefers Themen. Können wir nochmal rausgehen? Nee. Also wir müssen nach unten gehen. Und auch nicht. Gelbe Blume.
Was muss man doch hier machen können? Also irgendwas stimmt mit dem Stream gerade nicht. Ah, ich glaube, weil ich noch nebenbei uploade, deshalb. Dartsrang und... nee, Quatsch. Da hätte ich keine Geduld für. Spieletester. Start. Zielen. Ah. Wieso schlecht? Alter, ich kann kein Dart. Triple 20, wieso schlecht? So gut. Warte mal, muss man das komplett runtergelaufen lassen? Ich könnte mal das Tutorial lesen. Kannst du Dartpfeife, die wir öffnen, wird von der Gesamtposition. Kleiner der. Großartig. Hä? Ich kann kein Dart spielen. Daneben. Aufhören, ja. Dann warte ich mal. Ja, aber auf was sollen wir warten? Die Lagebesprechung. Okay, da hat sich was aktualisiert. Einsatzmuseum. Wie es kann sein, dass wir ein paar Frame-Tops haben gerade. Weil ich noch gerade im Hintergrund hochlade. Oh, die sieht nicht so gut gelaunt aus. Die sieht schlecht gelaunt aus. Ah, das ist scheiße. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Warum setzt sie sich so weit weg? Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf. Das haben wir uns alle verdient. Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Bezahlt mich doch erstmal. Schließlich habt ihr... nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich habe noch ein bisschen was draufgelegt. 50 Gil. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis.
Das sind diese Viecher wieder. Hab's versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse! Ich hab riesen Kohldampf! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Mann, das tut gut. Wix, du alter Schluckspecht. Was ist denn los? Bist ja plötzlich so anhänglich. Ach, halt die Fresse. Wo waren wir stehen geblieben? Treibt's nicht so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Erst recht ein Grund, mal abzuschalten. Genau. Einfach mal fünfe gerade sein. Schnüffler von Shinra? Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Wart's nur ab, der taucht. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Ah, okay. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Halb so wild. Gehört vielleicht dazu. Was ist los? Hey. Aus dem Weg! Verpiss dich! Tut mir leid. Ganz schön ungehobelt, die Jungs. Hey, was glotzt du denn so? Ah, ich glaube, die werden wir eh gleich töten. Die Musik. Komm ihm besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. So, und nun? 4 gegen 1? Das ist ganz schön ungerecht. Müsst ihr euch noch ein paar Leute holen. Was soll ich mal mit ihm sprechen? Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Ja, ja. Vorerst zumindest. Messer. Guck mal, was ich auf dem Rücken habe, mein Junge. Idiot. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ernsthaft? Als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Du bist gegen sie! Au. Okay, gute Nacht. Ihr sucht also nach einem Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also. Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgt. Einfach nur. Ja, ja. Einfach nur Befehle befolgt. So mögen wir das. Einfach nur Befehle befolgen. Was will Shinra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Genau. Ab ins Bett und ausruhen. Ich glaube, ich muss da oben lang. Oh, warte mal, hier unten waren wir noch nicht. Markenprodukte sind eben einfach überlegen. Ganz gleichmäßig. Da ist wieder eine Katze. Das sind viele Katzen.
Ja, aber der Auftrag ist ja weg. Hätte ich das mal gewusst. Oh, warte mal, da oben ist eine... Ist eine Box zum Looten. Hallo, Elia. Alter, da kann ich mal da runterspringen. Oh. Was für ein Bewegungslegasthenia. Dankeschön. Die City findet mich wunderschön. Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen, um zu gucken, was er zu tun hat. Die haben den Reaktor angeblich zum Wohl des Planeten gestellt. So. Jesse! Da bist du ja endlich! Hab dich schon vermisst! Warum sind die Mädels in diesen Spielen immer so aufgedreht? Hab dich schon vermisst! Ich würde gern mit dir reden. Nur Darf reden? Ich reinkommen? Nur reden? Gut, es geht um Folgendes. Oh. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Ja, klar. Hm. Oh. Das ist die Anzahlung. Hilfrit. Mit Beschwörermaterial kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper, herbeirufen. Esper können im Kampf nur gegen spezifische... Okay. Wie ich das sehe, sind... Achso, ich muss ja... das analysiert nicht automatisch. Die Hormone wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Bist du bereit? Ja. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Diese Hosen sind so 90er, ey. Wenigstens stimmt der Lohn.